Ja, das war dann auch nichts, ne? Kannst du hier durchlaufen zur Basis und auch mal da gucken. Oh, ich habe nicht genug Luft aufgetankt, sehe ich gerade. So, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir überlegen, was wir hier noch mitnehmen. Aber wir hatten noch hier ein Auto auch, oder? Nur die Frage, wo es ist. Da ist unsere Rakete und was ist das? Ach, das ist die zweite Basis. Und was ist da? Ach so, da ist der Dings. Ja, den müssten wir mal aktivieren, ne? Mit Strom oder wie war das? Ist hier noch irgendwas Interessantes drumherum? Ne, ne? Da ist Eisen. Wollte eigentlich hier nochmal hoch. Oh, was ist hier? Hier ist ein anderes Material noch. Und hier ist auf jeden Fall eine Forschungsprobe, eine fette. Und damit gehen wir mal zurück. So, der forscht schon wieder. Gut. Was haben wir denn hier noch für Drucker? Hier konnten wir kein Solar, kein Windrad bauen, ne? Obwohl die Sonne ja auch gut scheint, ne? Ne, ist nicht. Und er hier hatte glaube ich auch nichts, ne? Mit Richtung Windrad. Da müsste ich einen großen Drucker für wahrscheinlich bauen, ne? Kann das sein? Da war er. Dreimal Gemisch. Da wäre dran zu kommen, glaube ich. Einmal liegt er schon rum. So, jetzt machen wir den großen Drucker und wir wollen hoffen, dass wir da Windturbinen beigekriegen dann. Der ist aber jetzt nicht der gleiche wie der hier links, ne? Der ist größer, oder? Ja, der ist größer. Wenn ich den runternehme, kann ich den da draufsetzen? Ne, der passt nicht. Das heißt auch noch eine größere Plattform. Hier ist aber Harz. Weiß gar nicht, ob der mich jetzt getroffen hat oder nicht. Okay, Plattform wird gedruckt und danach müssen wir den Drucker mal gucken, was wir damit machen können. So, Plattform ist fertig, packen wir mal aus. Jetzt will ich hoffen, dass der da drauf geht, das weiß ich nämlich nicht. Na, die Plattform war es wohl nicht, ne? Ah, super. Okay, das ist schief gelaufen. Kannst du da unten hinschmeißen. Große erweiterte Plattform, ja, super. Große Plattform B. Da fehlt mir jetzt noch ein Harz. Na, super. Was kommt da raus? Schauen wir mal. Ich glaube, der passt da drauf, oder? Okay, jetzt ist nur die Frage, wohin damit? Machen wir so, dann druckt danach da hinten, ne? So, schauen wir mal, was es da gibt. Unterkunft, nö. Autoextraktor, nö. Aber ich brauche eine mittlere Windturbine und nicht eine große, ne? Na super. Eisen, Keramik, Graphen, Aluminiumlegierung. Na super, das habe ich alles nicht da. Das ist ja wieder super. Warum hat es das nicht gegeben jetzt hier? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Jetzt sag nicht, ich habe hier irgendwas übersehen bei dem Drucker. Nee, ich habe da nichts übersehen. Sag jetzt nicht, das fehlt an Forschung. Warte mal, das müsste ja auch hier wenn sein, ne?
mittelgroße Windturbine. Müssen wir erst aktivieren, damit wir die bauen können. Na super. Und jetzt geht die hier, wetten. Ja, da kloppt sich auch gerne. Eigentlich dieses hier, oder? Machen wir mal. MG-Schütze und Grenadier ist er jetzt wohl. Mir wäre wichtig, dass ich den Heiler kriege. Ich glaube, wir machen mal hier die Fitness hoch. Dann haben wir den und dann haben wir noch einen. Das ist er hier, der Dusan Hudecek. Dann machen wir auch die Fitness. Dann wird das hier auch ein bisschen höher. So, die haben alle nix. Hier unten waren aber noch welche, ne? Maximilian Drapp, da geht auch noch was. Ja, der hat nur eine 3, dann machen wir da die 4 raus. Gut, dann haben wir noch den Josef. Der hat auch noch einen Rollenpunkt. Ist Grenadier, könnte noch Gewehrschütz werden, wollen wir aber gar nicht. Hier eine Kundschaft da. Wenn ich jetzt hier den erhöhe, dann ist der andere Punkt immer noch da. Komm, dann mache ich hier nochmal freischalten, oder? Nee, abbrechen, weil ich will das sammeln und dann kann ich den ja noch erhöhen. Vielleicht geht das dann mit dem Freischalten, das weiß ich aber nicht. Lassen wir erstmal so. So, wir waren am See, wir waren am Waldstück, das heißt, wir fahren weiter, ne? Weil wir können jetzt noch nach Kolumnen nachfahren. Das ist das Einzige, wo wir jetzt die Chance haben, ne? Ah, da gibt es auch einen Arzt. Vielleicht können wir da jemanden heilen. Vielleicht können wir da auch mal einen Waggon kriegen. Oh, Arbeitsunfall. Ja, super. Minus 16 Gesundheit. Vielleicht kommt die ja gleich wieder hoch. Wo ist denn diese Stadt? Kann man hier nicht sehen. Ziel ist auf jeden Fall hier und ich hoffe, der hält auch von alleine an. Ja, dann mach das mal, ne? Ja, haben wir ja schon mal 2, ne? Das können wir nicht machen. Na super. Nicht genug Ressourcen. Weggehen. Händler aufrufen. Dann müssen wir was verkaufen. Schmeiß 2 Rauchbomben weg. Eine Sprenggranate. Was haben wir sonst noch? Nix. Kondition will ich nicht wegtun. Dann hätten wir schon Plus. Ach, stopp mal. Das wollte ich nicht. Ich wollte, wenn noch was dazukommt, aber ja 76 noch über haben. Dann bleibt es jetzt so. Ach, warte mal, wir brauchen noch 200, um die Verletzten zu behandeln. Dann geht das doch wieder zurück. 171. So. Handel akzeptieren.
Gut, und jetzt nochmal zum Arzt. So, wir warten ab, bis die Dürre durch ist. Das kann ja lange dauern. Was ist es? Ein Tag noch. Das müssten wir hinkriegen. Hier ist schon alles trockengelegt. Hier haben wir noch ein bisschen Wasser drin. Wir wollten noch gucken, dass wir hier irgendwie auch noch Wasser haben. Dafür muss hier hinten ja der Damm noch sein, den wir auch irgendwie hier schon in Angriff nehmen. Das dauert aber noch. Das Rad ist natürlich jetzt am Stehen, weil das Wasser fehlt. Da müssen wir gucken. Hier ist noch grün sogar. Die gehen nicht kaputt, die Eichen, ne? Nee, in 5,3 Tagen erst. Aber da müssen wir auch gucken, dass wir da besser klar mitkommen, ne? Okay. Wie sieht es hier aus? Sonnenblumenkerne haben wir nicht, aber hier ist voll, ne? Ja, fast ganz voll sogar. Ach, da sind nochmal Sonnenblumenkerne. Okay, und irgendwo war noch ein Lagerhaus, oder? Hier. Kartoffeln sind nicht drin, weil Kartoffeln erst hier sind. Die fangen an zu wachsen. Das sollte aber werden. Pflanze ist gut bewässert und gesund. Da ist das gleiche in grün und hier ist es auch so, ne? Ja, läuft. Nochmal Stufe 2. Hier Dingens, der gelbe Teichrose, die läuft auch. Und ah, da bringt einer sogar was hin. Das heißt, das Wasserrad wird es doch geben. Oh, hier ist Schrott zum Abbauen. Okay. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwo das Metall dann irgendwo herkriegen. Ne? Wo war es? Da oben. Da ist Metall. Allerdings, da ist ja überhaupt kein Weg. Und hier unten war aber schon ein bisschen was. Ne? Ja, klar, hier sind wir viel näher dran. Ne? Vielleicht müssen wir das hier machen. Ne? Und da müssten wir schauen, dass wir hier. Nee. Müsste man hier einen Damm bauen, ne? Aber kommen die da hin, ist die Frage. Weiß ich nicht. So, Dürre haben wir geschafft, alles ist gut. Kriegen wir so einen Damm dahin? Kriegen wir denn hier noch so einen Übergang? Der würde gehen, die Plattform, ne? Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, vielleicht sollte man da keine Plattform. Lass uns das nochmal abreißen. Das wollen wir mal so bauen. Genauso machen wir das. Da kann auch auf der anderen Seite muss noch eine Treppe drauf. Die wird dann so sein. Und dann, ach so, der Weg war ja auch hier. Ist der Weg noch da so hin? Ja, sieht erstmal alles gut aus, ne? Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier im Sägewerk Bretter kriegen, ne? Leerstand. Keine Arbeiter im Distrikt verfügbar. Das bedeutet, wir müssen irgendwo weniger Leute haben. Stilllegen, oder? Wie geht das? Und hier legen wir auch still. Da ist keiner drin. Gebäude priorisieren, hilft das? Ah, jetzt ist da einer drin. Das können wir wohl ausmachen wieder. So, was ist hier jetzt? Ah, hier fehlen die Treppen. Die haben wir mal irgendwann abgebaut, glaube. Vielleicht sollten wir die doch da lassen, ne? Weil da geht ja doch was. Ich glaube, das haben wir abgerissen, weil wir meinten, dass das nicht vonnöten ist, ne? So, die Bretter laufen hier aber, ne? Ja, das sieht richtig gut aus. 12 von 13 hier. Der muss gleich mit der Arbeit aufhören, weil, ja, so sieht's aus. Wir haben kein Lager für Bretter. Vielleicht sollte man ein Lager ausbauen. So, hier kann man Bretter einlagern. Bretter. Priorisier das mal. Der kommt mit dem Holzstamm. Der kommt hier hin, ne? Oder? Ja. Bretter sind schon fertig. Jetzt kann einer das bauen. Macht er auch, oder? Naja, aber ist auch. Ah, der macht den Damm. Okay, da müssen natürlich viele Stellen hin, ne? Wenn wir da fertig sind. Dann
machen wir hier eine Schleuse dann da raus, oder? Das muss man drehen, ne? Gucken, ob das so klappt, wie ich das vorhab. Ah, die bringen da jetzt Holz hin, ne? Hier muss nur einer bauen, dann geht das auch voran. Den Felshaufen. Cobra Shop, neuer Inhalt. Buy and sell. Okay. Aha, nur einen Tag verwendet werden. Oh, eingehender Anruf. Hört heute gar nicht auf, oder? Vergessen dir was zu sagen. Was denn, Frau Yoshi? Wenn du mehr Mitarbeiter einstellen und mehr Zutaten kaufen, musst du dich um viele Dinge auf einmal kümmern. Deshalb habe ich beschlossen, dir eine Verwaltung abzugeben, die auf einem Smartphone funktioniert. Hier kannst du jederzeit den aktuellen Stand von Banjo Sushi überprüfen. Du kannst den Status deiner Restaurants ohne Hinzugehen überprüfen. Das klingt praktisch. Ich habe die App bereits verlinkt. Warum überprüfst du sie nicht auf deinem Smartphone? Ich bin sicher, dass Banjo Sushi weiter wachsen und erfolgreich sein wird. Verwaltungsshop. App. Ah, nur für den Fall, dass es im Inneren etwas gibt, ist es doch zu Gwent hier im Mund. Wie wäre es, wenn du diese Unterwasserkamera mitnimmst? Eine Kamera? Genau, für die Forschung wird es von Bedeutung sein, wichtige Daten mit Fotos zu verlassen. Nimm die Kamera mit und ich gebe Bescheid, wenn ich deinen eigenen Ort gefunden habe, um sie einzusetzen. Tschüss. Ja, das war erstmal viel, würde ich sagen. Gehe zum Felshaufen. Ja, das ist jetzt unsere neue Aufgabe, die wir hier noch haben. Ich denke, da wollen wir mal schauen, dass wir da hingehen, ne? Riesiges blaues Loch, ja. Felshaufen. Munition war das. Oh, der ist böse. Aber an dem müssen wir wohl vorbei. Warte, da ist noch eine Kiste. Ausrüstung gefunden, Harpune. Wo war hier der Böse? Da oben. Aber da unten ist auch noch ein Böser. Okay, jetzt sehe ich natürlich nichts, weil ich in dieser Wolke mit reingeflogen bin, ich Held. Lass uns mal hier. Da unten ist jetzt noch so einer. Müssen wir gerade abwarten. Vielleicht kommen wir dann hier vorbei. Noch ein Böser. Okay. Das ist jetzt nicht gut. Aber der ist schon weg. Puh. Jetzt wäre es noch schön zu... Wir sind da. Versuch deine Bombe, die Kobra dir gegeben hat, auf den Felsen anzubringen. Okay. Alles in Ordnung, ist nicht ganz leicht, das über Funk mitzubringen, weißt du? Wir können nicht zulassen, dass du in den 1000 Stücke gerissen wirst und dich im Haifischkost verwandelst. Ich habe nicht Furcht einflößen, so etwas mit der Art deiner Stimme zu äußern. Gut, jetzt bringe ein wenig Abstand zwischen dir und dem Bomber. So, das sollte genug sein. Und los geht's. Kriege ich den Fisch noch mit? Der Fisch hat's überlebt, auch cool, ne? Schön, jetzt ist der Weg frei. Von drinnen dringt ein schwaches Licht. Geh hinein. Ach, und was ist, wenn da ein Drinnenutzer eine Art auf mich wartet? Das wäre auch eine unglaublich wissenschaftliche Entdeckung. Hinter dem Felshaufen. Schau im Innern nach. Zur neuen Region. Okay. Seevolk-Aufzeichnungsraum. Wow, dieser Ort ist wow. Scheint eine Art Aufzeichnungsraum des Seevolks zu sein. Mein gutes Bauchgefühl lag richtig. Es gab definitiv eine Seevolkszivilisation in dieser Region. Sieh dir das Wandbild da hinten an. Kein Mensch hätte das derart auf tief unter Wasser malen können. Vielleicht stammt die Zeichnung von einer alten Zivilisation, die aufgrund von seismischen Aktivitäten untergegangen ist. Das ist ein gutes Argument, aber diese Art von Malerei und Architektur ist nirgendwo auf der Oberfläche zu finden. Bitte such zuerst diesen Ort. Ich bin sicher, dass du einen vielinteressanten Hinweise finden wirst. Okay, wie ist mit Sauerstoff? Ist die Frage, ob das hier überhaupt runtergeht. Ich glaube, Sauerstoff geht nicht runter, kann das sein?
Schatzkammer, haben wir nichts. Touristen, auch nichts, brauchen wir auch gar nicht. Fraktionen, da können wir 4. Da sitzt einer am Feuer. Jetzt lass uns mal gerade überlegen, wir haben da das Lagerhaus und da, was ist das? Das ist das Labor. Ich denke, wir könnten hier unten noch irgendwo beim Markt ein Lagerhaus bauen, oder? Ich mache hier nochmal eins. Okay, das ist schon zu groß, weil hier instabil in der Mitte ist, ne? Machen wir das weniger. Dann ist nicht mehr instabil. Eingang. Machen wir da und da. Und Kisten. Oh, jetzt habe ich da eine Kiste im Weg gestellt, ich hält. Kann ich die nochmal wegmachen? Die weg, ja, passt. Kisten. Da ist noch kein Händler drin. Verfügbare Leistung. Wenn ich jetzt hier die Stühle zum Beispiel rausnehme, ne? Dann habe ich immer noch verfügbare Leistung. Das sind auch nur 14 verfügbare Leistung. Aha. Okay, das heißt, irgendwas funktioniert hier mit den Dienstleistungen schon mal nicht, ne? Ja, die sind fertig hier, ne? Das ist auch gut so, weil da Fleisch reinkommt. Das war auch wichtig. Holz haben wir halt 399, Steine haben wir hier 98. Was hätten wir denn noch so hier zu machen? Steinmine haben wir wohl, ne? Oder wir haben die Steine so gesammelt, weiß ich nicht. Steinkohlebergwerk, das wäre dann auch noch wichtig, ne? Wenn wir was schmelzen wollen. Wo ist aber Steinkohle, das ist die Frage, ne? Da. Kohlevorkommen 32%. Das heißt, wir müssten hier auch dann das Steinkohlebergwerk machen. Wie kriegen wir das hier erstmal so hin? Aber der zeigt mir schon irgendwie rot an. Warte mal. Das ist aber Kohle, ne? Ja. Steinmine habe ich ausgewählt wahrscheinlich, ne? Das war das Problem, ne? Schlau. Lass uns das hier unten erst in der Ecke anfangen. So, jetzt geht das auch, ne? Wenn man das Richtige auswählt. So, Lager. Komm da erstmal hin. Lager geht wohl nur eins. Und dann Hilfsmittel. 99... 100. Passt. Machen wir so. Und jetzt wird das als erstes wieder gebaut, weil wir das als letztes ausgewählt haben. Kann das sein? Ah, das wäre schlecht. Kann ich die Prio hier irgendwo einstellen? Nee, ne? 45, 45. Na super. Hier zu wenig Arbeiter zugewiesen. Aber das ist doch hier schon passend, oder? Wir haben wahrscheinlich keine mehr, das ist unser Problem, ne? Was ist denn mit dem Lagerhaus? Da muss ja auch ein Arbeiter immer drin sein, oder? Ist einer? Ja. Ist bei dem Lagerhaus auch einer drin? Ja. Und hier sind 4 drin. Da sind sogar 5 drin.
Könnte man das noch erhöhen? Sieht wohl so aus, ne?